Willkommen zurück bei Sven Deep. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Wir haben mittlerweile 26 Tage schon überlebt. Ich wundere, dass wir noch gar keinen Sonnenbrand oder sowas hatten. Wahrscheinlich jetzt, wo ich das sage, werden wir unseren ersten Sonnenbrand kriegen. Und wir sammeln immer noch Stuff, damit wir dann mal versuchen können, die Mission The Greater Buyer abzuschließen oder anzufangen oder wie auch immer. 1, 2, 3, 4. Okay. Ah, nee. Das. Noch nicht. So, nehmen wir uns die nächste Palme. Achso. Zwei. Ah, das ist noch mehr Platz. Nein, das geht noch nicht. Mist. Ach so. Hey, wieso habe ich denn jetzt noch einen Fiber in der Hand? So. Dann würde ich sagen, wo ist unsere Insel? Auf zurück zu. Das ist dann unsere Insel. Nicht, dass ich jetzt schon wieder unsere Insel verloren habe. Ja, das da drüben müsste das sein.
Das hatte ich gerade nicht aufgepasst. Ah, okay, da hat die Hütte gefehlt. Moment. Doch, das hat schon gepasst. Falsche Taste. No. So. Das ist voll. Das ist fast. Oh Gott. Wie geht's uns eigentlich? Oh, ja. Okay, das ist schon mal voll. So, dann haben wir das. Dann als nächstes. Da waren sie doch. So, das müsste jetzt eigentlich reichen. Ich würde jetzt nochmal testweise einen Fall noch machen. Ob der wirklich nur bis 24 stapelbar sind. Oder ob da noch mehr geht. So. Ne, ist nur bis 24. Stapelbar. Muss man ja mal ausprobieren. Geil, mehr Lashings kann ich jetzt nicht mehr machen. Das war sehr durchdacht. Jetzt kommt die nächste Frage. Kann man überhaupt die so Gegengift stapeln? Kartoffeln. Nicht, ja, da ist noch. Ist doch genug Sprit. So. Was haben wir denn noch Schönes? Okay.
Heute ist doch wieder schönes Wetter, da müsste doch... Ich würde sagen, eine Temperatur 33 Grad, das geht absolut. Ja, ich kann wissen, in welche Richtung diese Mission war. Dahin. Es kann sein, dass das in die Richtung ist. Ich will das nur mal kurz nachforschen. Ich sehe da jetzt nichts. Von das jetzt? Bin ich zu hoch geflogen oder was? Ah ja. Was mich jetzt aber auch mal interessieren würde. Da haben wir noch 100%. Jetzt, weil ja gerade so schönes Wetter ist, könnten wir hier eigentlich mal so ein bisschen auf Tauchgang gehen. Okay. Nein, jetzt bin ich. Jetzt war ich in Steam drin. Nur schon, ob es hier irgendwelche Sachen gibt. Wenn man schon so tauchen kann. Oh nein. Ist das Ding jetzt schon leer?
Ist natürlich geil, dass das jetzt schon leer ist. Kann man das auch noch irgendwie da voll machen? Das war ja jetzt sehr enttäuschend. Ach so, Moment, da war ja was. So ein bisschen vergiftet fühle ich mich. Eins will ich jetzt noch mal kurz schauen. Wenn ich jetzt... Na komm. Story, ja, da gibt's halt nichts. Farming, Vehicles, Motoren. Oh nein, das Gyrokopter. Ich kann einen Bootmotor, aber dafür brauche ich Duct Tape und das habe ich nicht. Ich meine, diese Fuel Parts und Filter Parts und alles, das habe ich ja. Das habe ich jetzt so genüge. Building, Crafting. Okay. Ach so, ja. Ich sollte mal darüber nachdenken, hier alles aufzufüllen. Nebenbei natürlich da immer wieder nachlegen. Okay. Okay, ich dachte, ich hätte jetzt mehr mitgenommen. Okay. Müde sind wir. Eigentlich sind wir jetzt schon so gut wie gerüstet. Ne, uns fehlen ja noch ein paar Gegengifte. Ah cool, die Lampe geht automatisch an. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Werde ich jetzt dann nochmal speichern? So, jetzt haben wir erstmal das Spiel gespeichert. Ausrüstung schaut schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir uns noch ein paar Gegengifte brauen oder machen. Moment, ich soll vielleicht noch die... Nee, das ist ja egal, weil... Ist ja noch nicht gespeichert. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Und sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen, Bastian und Dieb. Und bis zum nächsten Mal. In den nächsten ein, zwei Folgen werden wir dann auf jeden Fall erneut The Greater Bayer herausfordern. Und hoffentlich dieses Mal auch besiegen. Ich bin gespannt. Okay, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.